Herr Heusgen, laut einer VDMA-Mitgliederbefragung vom Juni 2023 werden die USA als der attraktivste Wirtschaftsstandort weltweit angesehen. Warum ist das Ihrer Meinung der Fall? Ich freue mich ja, dass das so ist. Es gab ja viele Jahre, da wurde China als attraktivste Wirtschaftsstandort angesehen. Das hat sich in den letzten Jahren gedreht. Natürlich ist der Hauptgrund der riesige Binnenmarkt in den USA und auch der große Binnenmarkt für Investitionsgüter. Dazu kommt die Rückständigkeit der USA in vielen Infrastrukturbereichen. Wenn Sie sich das Stromverteilnetz in Amerika anschauen, dann ist es auf dem Stand der 60er, 70er Jahre stehen geblieben. Es gibt einen enormen Erneuerungsbedarf. Die Regierung hat das erkannt, nicht erst die jetzige. Schon unter Obama wurden die ersten Infrastrukturprogramme eingeleitet und es werden enorme Gelder freigesetzt für solche Infrastrukturprogramme. Davon profitiert der deutsche Maschinenbau. Wir alle kennen den IRA als das letzte große Gesetzgebungspaket. Wir gucken ja manchmal fast bis ein bisschen Neid drauf. Also es gibt vieles zu tun in den USA und der deutsche Maschinenbau wird dabei gebraucht. Können Sie etwas über Ihre Erfahrungen mit amerikanischen Kunden erzählen? Ticken Sie anders? Und wenn ja, auf welche Weise? Also ich habe auch vor vielen, vielen Jahren den Anfängerfehler gemacht, dass ich gedacht habe, die Amerikaner sind eigentlich wie wir. Die schauen so aus wie wir, die sprechen eine Sprache, die wir verstehen. Also sind die Regeln des Geschäfts, sind die Business Habits die gleichen. Das ist aber nicht so. Amerikaner sehen das Thema Leistungsfähigkeit eines Lieferanten ganz anders. Ich würde sagen, umfassender. Also das Beispiel Service, wenn das Produkt geliefert ist, Verfügbarkeit, nicht nur online, sondern auch im Telefon, aber eben auch Digitalisierung. Da gehen die Ansprüche in den USA viel weiter als meistens bei uns. Schließlich, was hat der VDMA während Ihrer Präsidentschaft getan, um die Mitglieder auf dem US-Markt zu unterstützen? Sie würden mich ja jetzt nicht interviewen, wenn Sie nicht beim VDMA wären, Herr Der. Und Sie sind also ein herausragendes Ergebnis unserer USA-Initiative. Wir haben insgesamt drei Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile ausschließlich für das Thema Nordamerika arbeiten. Wir haben das Büro in Chicago, wir haben das Büro in Washington. Wir betreiben also eigene Influencer-Arbeit vor Ort in Washington. Und ich glaube, wir sind der einzige europäische Branchenverband, der dies tut. Und wir sind mit zahlreichen Dienstleistungen für unsere Mitgliedsunternehmen jetzt vor Ort vertreten.